Moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Minecraft Let's Play Folge und zwar zu einer Spezialfolge, denn herzlich willkommen zu Kuh sucht Kuh, die neue Dating Show in Minecraft Let's Play, denn wir haben ja seit gefühlt Ewigkeiten eine Kuh, die schon ganz verrückt wird, wie man hier schon sieht, da sie keine zweite Kuh gefunden hat und Leute, ganz ehrlich, sie wird auch gemobbt von anderen Tieren, denn ne, alle sind hier, haben ihren Partner, ne? Und ja, guck mal, der macht sich sogar schon über die Kuh lustig. Es ist ja nicht zu glauben. Und deswegen würde ich sagen, machen wir in dieser Folge mal tatsächlich einfach ein Kuh-Such-Kuh-Spezial. Das bedeutet, wir gehen durch die Map und schauen mal, ob wir vielleicht eine Kuh finden. Jemanden, der sich für die Kuh interessiert, der das Leben mit unserer Kuh teilen möchte. Und ja, mal schauen, ob wir erfolgreich werden. Ich bin sehr gespannt, Leute, ob wir eine zweite Kuh finden und das glückliche Paar später vereinen können. Natürlich, um eine Kuh zu suchen, brauchen wir natürlich auch Weizen. Ist ja klar, ohne Weizen können wir keine Kuh anlocken, aber ich habe hier auch eine Leine, damit wir auch schneller vorankommen, falls wir tatsächlich eine Kuh finden werden. So, bevor wir natürlich hier unsere Weltreise beginnen, brauchen wir natürlich genug Stuff, um zu überleben. Oder anders gesagt, erstmal ein bisschen Food mitnehmen. Aber auch, Leute, wir brauchen ein Boot, falls wir im Wasser unterwegs sind und so weiter und so fort. Also ein bisschen Vorbereitung müssen wir noch machen. Vielleicht finden wir auch noch andere interessante Sachen auf unserem Weg. Das weiß man ja natürlich nicht. So, haben wir da haben wir ein Boot. Okay, wir haben hier schon mal ein Boot. Genau, Knochen nehmen wir auch mal mit, falls wir einen Hund finden. Denn das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn wir auch mal Hunde finden würden. Wäre auf jeden Fall mal eine nice Sache. Aber bisher ist das Glück in dieser Sinne noch nicht da. So, ja, okay. So. Gut, Essen haben wir jetzt ein bisschen was. Zwar jetzt nicht krass viel, aber es ist jetzt, glaube ich, auch erstmal egal. Ich gucke noch mal kurz hier in der Truhe da drüben. Da sollten wir, glaube ich, noch rote Beete haben. Oder? 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 Okay, doch nicht. Gut, habe ich mich getäuscht. Haben wir doch nicht hier. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal so los. Ich meine, wir haben ja auch Weizen da und so. Und das sollte eigentlich auch passen. Gut, da wir mal irgendwann mal in diese Richtung mal eine Welttour gestartet haben, würde ich sagen, dass wir einfach mal jetzt hier langlaufen. Und dort unsere Welttour starten. So, bevor wir das jetzt hier aber machen, würde ich sagen, planten wir hier unser Inventar noch ein bisschen herum. So, schon besser. Hoffentlich finden wir eine Kuh. Oder Hunde. Hunde wäre auch eigentlich ziemlich cool, dass man so ein paar Hündchen hätte, ne, die uns beschützen. Aber wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, worin unsere Tour uns lenken wird. So, ja gut, bevor wir eigentlich starten, sollte ich mir trotzdem mal vielleicht so entfernt mal die Koordinaten hier mal screenshotten. So rum war das. Gut, ja. So, ich habe jetzt ein paar Screenshots gemacht und jetzt bin ich ready für den Ausflug. So, also wir müssen eine Kuh finden. So, da hinten sind Bienen, aber keine Kühe. Mal schauen. So, Schafe, ja, Schafe haben wir schon, aber netter Versuch. Wir brauchen eine Kuh. Das ist ziemlich, ja, ungewöhnlich, ne? Also, hier sind zwar Schafe, Schweine und so, ne, aber Chickens sind hier wohl auch. Chickens würden wir eigentlich auch irgendwann mal gebrauchen, aber das ist eine andere Story, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier sind auf jeden Fall mal ein paar Chickens. Aber ja, mal schauen, was so Tiere wir hier finden. Ne? Das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. So, jetzt kommen wir hier in dem Berggebiet. Kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht so gut voran. So, erstmal müssen wir hier hoch. So. Genau. So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Ich meine, ich finde es ja sowieso sehr erstaunlich, dass eine Kuh tatsächlich über den Weg gelaufen ist, bei unserem Zuhause. Und, aber auch so auch nur eine Kuh war, ne? Finde ich sehr, sehr ungewöhnlich. Sage ich ehrlich. So, hier haben wir eigentlich einen ganz guten Ausblick. Gucken wir mal, ob wir hier in der Nähe eine Kuh finden. So, kurz mal hier durchgucken. Nö. Da sieht man einen Schankfehler. Ne, ihr seht die Bäume, die sind nicht richtig geladen worden. Aber so wie es aussieht. Also Schwein, ja, aber Kuh, würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt hier nicht. Oder andere Tiere, die interessant wären, mitzuschleifen. Na gut, komm, gehen wir mal weiter. Das Schwein
Nicht mal trotzdem mit. Ja, natürlich ist auch noch so ein Babyhuhn. Ist ja klar. War ja klar, dass die Babyhühner sind. Sweet. Gut, eigentlich wollte ich euch töten für Essen, aber man kann ja keine Eltern töten, ja? Das geht ja nicht, also muss ich bleiben. So. Okay, XP habe ich gleich eingesammelt. Gut, gehen wir jetzt mal weiter. Schafe. Ja, und noch mehr Schweine. Ja, gut, komm, nimm mal kurz mal die Schweine mit. Denn Essen brauche ich ja. Das ist ja ganz klar. So. So. Komm her! So. Ja, Schweine habe ich leider von heute, ne? Deswegen müsst ihr leider kurz hier euch verkrümeln. So. Falls uns später mal das Essen ausgehen sollte, musste ich leider das notwendige Übel nehmen und auch ein Babyhuhn. Euch geht's hier schon mal echt gut hier, ne? Könnt ihr mal Eier legen? Wenn ihr Eier legen würdet, dann könnte ich irgendwann auch mal mir Hühner züchten. Ich dachte kurz, da wäre eine Kuh, aber es ist ein schwarzes Schaf. Hier sind sehr viele schwarze Schafe. So, komm her. Lauf nicht weg! Du hast dein Schicksal schon besiegelt. Okay, bist du jetzt dran. Guck mal, das ging doch. So, genau, hier hat sie die XP-Perle vergessen. So, das passt. So. Naja, wir kommen auf jeden Fall mit Fleisch zu Hause an. So, ja, seltene Blümchen hier, würde ich sagen, nehmen wir auch mal mit, weil die haben wir nicht zu Hause. Wäre eine Schande, wenn wir die jetzt hier lassen. Abgesehen davon, dass man auch Farben damit kreieren kann, natürlich, ne? Ist natürlich auch mal sehr praktisch. Aber jetzt gehen wir mal weiter und suchen uns nach. Die suchen nach einer Kuh. Oder ein anderes tiermäßige Wesen. Gut, jetzt sind wir hier schon am Wasser. Ja, Schafe gibt es halt hier echt überall, ne? Aber keine verdammte Kuh. Da hinten ist Eis. Eislandschaft hier. Na gut. Boat. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen was essen. So. Aber ich werde es schon sehen kommen, ne? Ich werde es schon. Achso, stimmt, ich hatte das Boot. Schon sehen, ne? Später, wenn ich das Video hochlade, weißt du, kommt irgendwer so: Ey, da war doch eine Kuh in Minute so und so. Ich sag: Fuck. Nicht gesehen. Aber ich versuche meine Augen offen zu halten. So. Ja, in der Eislandschaft werden da keine Kühe sein. Na, was ist das für eine geile Insel jetzt hier? Mal ganz im Ernst. Guck mal, diese Insel, ne? Die ist klein, ne? Aber trotzdem gibt es hier Schweine, Hühner und Schafe. Mal ganz im Ernst. Wie geil ist. Und sogar ein Babyschaf. Nee. Habt ihr es gerade gesehen? Da war ein Babyschaf. Krasse Sache, yo. Krasse Sache. Egal, Oh, das sind Eisbären. Das ist die Frage. Bringen Eisbären eigentlich irgendetwas an Drops? Oder killen die mich einfach nur, wenn ich die versuche zu töten? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Nicht mehr. Hallo Eisbär, was geht? Egal, ich screenshotte mal. Mal schauen, hier F3. So, jetzt habe ich mal die Eisbären abgescreenshottet, ne, weil die kann man natürlich dann irgendwo auch holen, ne, wenn wir noch mehr Tiere haben wollen. Okay, aber wir brauchen immer noch Kühe. Jetzt wird es ein Arm, das ist natürlich blöd. So, irgendwie ist das hier so Gebiet der Schafe, habe ich das Gefühl. Ne, aber hier sind überall Schafe. Oder sonst irgendwelche andere tiermäßigen Wesen. Aber keine Kühe. Sehr, sehr seltsam. Das ist, glaube ich, die gleiche Gefahr, mein Boot kaputt zu machen. Versuche gerade den Sachen hier auszuweichen. Klappt aber nur semi-gut. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Das Special. Kuh sucht Kuh. Ja, ich muss sogar eine Weltreise hier machen, um eine Kuh zu finden. Was ist das hier so? Ja, ist schon ein Creeper. Hier, scheiße, Creeper. Okay, jetzt kommen wir wieder auf Festland. Okay. Ich weiß, Festland ist jetzt gefährlich für mich. Ja, ganz klar. Spinne. Aber gut, wollen wir doch mal schauen hier. Schon sehr duster hier, muss ich schon sagen.
So. Kein Monster gerade in der Nähe. Sehr gut, kann ich kurz das Inventar umsortieren. So, besser. Okay, dann gehen wir mal hoch. Schild habe ich ja angezogen hier, ne? Falls, doch ein... Yo! Yo! Die Arbeit zusammen! Haut ab. So. Ihr seid keine Kühe. So, solange ihr keine Kühe seid, brauche ich euch nicht. Haut ab. Ja, ba. Macht Mu, dann nehme ich euch mit. Aber vorher nicht. So. Mal schauen. Ui, das war knapp. Okay, ich habe gerade nicht verfolgt. Da sind auch Lamas, aber da habe ich ja schon welche. Deswegen uninteressant für mich. Na, scheinbar muss ich doch wieder ins Wasser, hä? Oh, fuck. Autsch. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, du kannst mal weg. Dich brauche ich nicht. Gut, ihr geht wieder ins Wasser, würde ich sagen, Leute. Das war hier leider keine Kuh. So. Mal. Blinkt. Hier rein. Nee. Keine Kuh in Sicht, Leute. Also irgendwie habe ich hier irgendwie die Spawnrate der Kühe in dieser Welt so gefühlt auf Null gestellt? Oder warum finde ich hier keine Kuh? Ich sag schon, die Folge wird hier so 5 Stunden lang, bis ich hier mal eine Kuh finde. So. Was ist das denn für ein Gebiet? Wüste. Na komm, Wüste kann man besser durchqueren als scheiß Gebirge. Na komm, fahren wir mal zur Wüste. Gucken wir mal, ob es da Küchele gibt. So, erstmal wieder was essen hier. Bevor ich auf Land gehe. So, nachts muss ich natürlich wieder ein bisschen an Lebensmittel hier Vorrat aufstocken. So, da leuchtet das schon unheimlich. Ja. Na, vielleicht finden wir auch eine. Was war das? Okay. Keine Ahnung. Ich wurde angegriffen. Vielleicht finden wir auch hier so eine Art Pyramide oder sowas. Das ist ja auch möglich. Kühe können auch in der Wüste sein. Auch wenn sie, glaube ich, seltener sind. Aber können. So. Boah, hau ab. Jetzt mal wirklich, hau ab. Meine Fresse. Diese Baby-Zombies sind jetzt auch overpowered, ey, wirklich. So, gut, Essen ist aufgefüllt. Dann würde ich sagen, Lavasee. Auch Lavasee, okay. Da oben ist ein Creeper. Gehen wir also mal hier hoch. Ha. Oh, das sind Bäume. Ja, also gleich werde ich auf jeden Fall einen Baum fällen, weil ich will von denen einen Setzling mitnehmen. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Von denen will ich einen Setzling haben. So. Ja, kommt her, ich hab Zombies. Nimm mal diese Zombies, ey. Ja, was geht bei dir ab, Bro? Das ist deine Schoße. So. Gut. Ich kann grad mal was kurz essen. So, da ich jetzt keinen Axt dabei habe, mach ich einfach mal die Blätter so ab. Vielleicht fällt er doch mal eins so ab. Ein Setzling. Am liebsten hätte ich 2 Setzlinge. Und jetzt nehme ich 2 Setzlinge. Wirklich ehrlich. So, erstmal hier wieder rumgucken. Aber hier muss man immer aufpassen, ne? So, 1 Setzling habe ich schon. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich das hab. Ja. Da ist auch einer. Hau ab. Hau ab. Hau ab! Ich bin gechillt, Leute. Ich bin gechillt. Ah, perfekt. Jetzt habe ich sogar 3 Setzlinge. Okay, wir können weitermachen. Okay, okay. Also Schafe sind da schon mal. Aber keine Kühe. Weil, na ja, klar. Gut, da ist ein Skelett. Skelette, Mehrzahl.
Ja, ist klar. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Haut einfach ab. Oh, Kanickel. Auch sweet. So. Ja. Ist okay. Ich gehe andere Richtung. Ich hab's verstanden, Leute. Ich hab's verstanden. Ich habe nur dieses Zischen auf einmal gehört. Ich so, oh shit. Einfach nur dieses, oh shit, ich bin tot. Schnell weggerannt. Das hat mir, glaube ich, gerade das Leben gerettet. Aber ich muss jetzt schnell wieder Leben generieren. Damit ich gleich wieder einsatzbereit sind. Ich meine, ich habe ja komplette Eisenrüstung an. Die schützt mich ja auch. Ah, natürlich. Keine Monster hier. Lass mich mal bitte schnell Leben generieren. Dann fühle ich mich etwas sicherer. Ah, fuck. Mein Essensvorrat ist auch gleich hinüber. Also es würde mir mal nichts ausmachen, wäre es hier mal bald Tag, ne? Sei ich euch ehrlich. So. Aber egal. Bisher habe ich überlebt. Habe jetzt ein bisschen vergammeltes Fleisch. Aber gut, ist halt jetzt mal so, ne? Ja. Okay, wir sind, okay, das ist ein Enderman, nicht anschauen. Wir sind jetzt wieder back to life. So, was ich auch noch mitnehmen wollte, auf jeden Fall Kaktusse. So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Ich werde ja schon in diese Richtung laufen, irgendwie. So. Genau, es wird jetzt Tag. Was gut ist. Zwar die Monstergefahr ist zwar noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, aber es geht dem Ende zu. Es wird wieder Tag. Okay, wir haben überlebt, Leute. Wir haben überlebt. Und da sind Kühe. Okay, Leute, wir sind hier in einer Casting-Show. Ne? Ja, ne? Also, Mu. Was zeichnet dich jetzt aus für unsere Casting-Show? Sag uns. Warum solltest du mit? Arrogant. Arrogant brauchen wir nicht. So, nächste Kuh. Wie sieht's mit dir aus? Warum willst du mit in der Show sein? Aha, verstehe. Aha. Ja, das ist doch ziemlich überzeugend, ne? Das bedeutet, erstmal wieder Gammelfleisch essen. Ja, Gammelfleisch. Oh, das bleibt doch mal hier. So, wir haben dich. Und weil wir schon so gut dabei sind, würde ich auch sagen, dass wir einfach eine zweite Kuh hier mitnehmen. So. Das Problem ist, ich habe jetzt zwei Kühe, glaube ich. Ja, habe ich. Das Problem ist jetzt, ich muss wieder nach Hause. Das bedeutet, ich muss kurz tatsächlich den Screenshot öffnen, wohin ich muss. Denn auswendig weiß ich jetzt nicht, aber ich höre hier einen Zombie. Ich kann ja nicht sterben und sterben will ich nicht. Egal, ich bin mal gleich wieder da, würde ich sagen. Bis gleich. Gut, Leute, ich habe jetzt den Screenshot geöffnet. Das bedeutet, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum, nach Hause halt, ne? Ich höre einen Zombie. Okay, ich muss kurz gucken, wohin ich muss. Okay, ich muss hier in diese Ecke hin. Ich muss aber auch immer aufpassen, dass ich die Kühe mitnehme. Ne? Weil die Leine reißen ab und zu mal. Da muss ich aufpassen, dass ich die Kühe nicht verliere. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. So, hoch wird jetzt auch complicated. So, komm. Ihr habt es fast. Upsala, das habe ich. Das ist falsch rum.
So. Dann kommt her. So, beide Kühe sind noch am Dings, okay. So, na kommt! Sieht euch nicht! Hallo! Kommt her! Jo! Gut, wurde jetzt mal kurz hin teleportiert. Oh, es gibt einen Esel! Esel ist auch cool. Wie kann man so Kisten dran machen? Okay, Guys! Ich brauche eh nur einen von euch. Einen Esel will ich mitnehmen. So, danke dafür. So, Esel, komm her. Boot, 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 boot. Ia, ia, komm her. Ich will dich auch haben. Wenn wir schon mal hier sind, ein Esel ist cool. Das Pferde ist zwar schnell, kann man reiten, aber Esel kann man eine Kiste dran machen. Das ist mega. Die sind geil für Roadtrips. Da kann man, hat man so eine wandelnde Kiste dabei. Ich brauche zwar noch einen Sattel, den muss ich dann irgendwann mal finden. Aber egal. So. Genau, ich wollte jetzt hier runter zum Wasser. Kommt her. Genau, ihr habt's was geschafft, Guys. So, jetzt mit. Autsch! So, jetzt müssen wir hier wieder nach Hause mit den Tierchen. So, ich weiß jetzt echt nicht, wie es sich verhält mit, ja, auf dem Wasser. Mit Leinen und so. Wollen wir mal schauen, ne? So. Wir werden auf jeden Fall mal mitgezogen. War ich denn gerade in die richtige Richtung? Ich würde sagen, ja. Okay. Okay, das passt. Sie werden mitgezogen. Okay, also scheinbar brechen auch die Leine. Vielleicht gehen die Leine auch gar nicht kaputt. Das, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Aber scheinbar, also gerade geht's gut. Okay, ich muss jetzt wieder mal nach vorne schauen. Okay, wir fahren gerade nirgendwo hin. Also kann ich wieder auch meine Kühe anschauen. So, wir fahren auf jeden Fall mal in die richtige Richtung. Das bedeutet, wir können auch hier kurz das Mocheln. Ja, jetzt haben wir hier Delfine. Und Delfine sind tückisch, muss man aufpassen. Coole Tiere, aber tückisch. Und hier ist wohl Land. Ja, ich würde sagen, hier ist Land. So, dann kommt mal her, ihr Tierchen. Ich suche gerade nach oben. Ein Aufstieg. Kommt mal her. So. Genau, okay, weiter geht's mit der Tour. Okay, jetzt muss ich hier. Irgendwie glaube ich, es wäre einfacher gewesen, wenn wir einfach außen rum gefahren. Gut, machen wir das auch am besten. So. Also gut, dann machen wir das doch. Ja, jetzt sind die Leinen kaputt gegangen. Puh, okay. Leinen? Wo sind denn die Leinen? Ah, okay. Bisschen unter Wasser. Bisschen versteckt. No! No! Das ist mein Boot! Lol. Ich hab davon gehört, aber ich wusste, als ob das geht. Als ob die haben das eingebaut. Lol. Ich dachte immer, es wäre so fake, weil ich das mal so gesehen hatte. Yo! Ich habe eine Kuh auf dem Boot. Ja. Akzeptiere ich jetzt einfach mal. Mystische Kuh. Was geht? Ja. Sieht aus, als hätte so einen Fellrucksack an. Aber egal. Ja, das ist wiederum nice, Leute. Das ist nice. Das ist nice. Ja, ist ja klar. Was, wir machen eine Welttour und da oben steht jetzt eine Kuh. Ja, jetzt finden wir natürlich Kühe, wenn wir Kühe haben. Ne? Ja, nie. Das akzeptiere ich jetzt hier nicht. Das akzeptiere ich jetzt hier einfach mal gar nicht. Aber egal, wir haben eine Kuh. Der Esel ist auch noch mit dabei.
Wenn wir noch ein cooles Tier, könnte ich sogar auch noch mitnehmen mit der Leine. Obwohl eigentlich nicht, weil ich muss ja über Landweg ja dann beide hier trotzdem noch mit Leinen machen. So. So, aber egal. So, wir nähern uns jetzt Richtung nach Hause. Ich fahre gerade durchs Blumenbeet. Offensichtlich. So, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich hier nicht zu viel kaputt mache. Das Boot geht irgendwann kaputt. Und trotzdem wird er so durch die Rose gefühlt durch. Ja, so machen wir das. So, okay, cool. So, wie kriege ich jetzt die Kuh da raus, ohne die Kuh zu töten? Nein! Kuh! Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Das musste sein. So, okay, jetzt erstmal gucken, wo wir sind. Ja, wir sind, okay, hier ist eine gehen wir mal da rum. Ja, hier sind natürlich auch Kühe! War ja klar, war ja klar! Ich muss durch die halbe Welt reisen, bis ich meine verdammte Kuh finde und auf dem Rückweg, ja, da ist eine Kuh, ach, hier ist eine Kuh und überall ist eine Kuh. Nee, ich fühle mich verarscht. Aber egal, wir haben jetzt noch einen Esel als Bonus. Ich würde sagen, ich bin zufrieden. Aber muss auch dazu sagen, ich habe echt Glück gehabt, dass dieser Typ vorbeikam mit den Leinen, ne? Weil ohne diese Leinen wäre die Tour mit Kühe schwierig gewesen. Hätte man die tatsächlich immer die ganze Zeit anlocken müssen und ach nee, hört auf. Wäre nicht schön gewesen. Monsieur Kuh. Sie machen mir Probleme heute. Aber egal, so. Wir haben es bald geschafft. Glaube ich. Gucken wir nochmal nach. Ja, ein bisschen haben wir noch, aber nicht mehr viel, Leute. Nicht mehr viel, da sind wir wieder zu Hause. Dann können wir die Spezialfolge tatsächlich erfolgreich, wohlgemerkt, abschließen. So, jetzt kommt her. Kommt her. So. Also es sind so viele Hühner, ne? Aber hier liegt kein Ei, ne? Es hätte auch mal hier ein Ei liegen können. Ah, da ist noch ein Bienenstock. Leg doch mal Eier. Wie wär's? Oh shit. Noch mehr Leinen. Okay. Kühe. Esel. Ich muss euch leider kurz mal entbinden. So. Ich habe leider keinen. So, Kühe, Esel bleiben jetzt erstmal da. So. Ich überlege gerade, wie. So, jetzt habe ich 4 Leinen. Na gut, der Typ ist noch hier. Wo ist der Typ? Egal, ich habe jetzt auf jeden Fall 2 weitere Leinen. Das ist schon mal sehr gut. Aber jetzt müssen wir uns tatsächlich mal beeilen, Kühe. Denn es wird nachts und das ist gefährlich. Auch was mir echt leid tat, dass ich die Sachen töten musste. Den Typen und seinen Dings. Okay, den Typen habe ich nicht getötet, aber seine Tiere. Aber die Leinen, tut mir leid, die sind einfach zu wertvoll, um die gehen zu lassen. So, fuck, jetzt ist wieder Nacht, ey. Kein Bock da drauf. Ich sehe ja gar nichts, wenn es so dunkel ist. Cool. Esel, hier sind Creepers und was ich alles. Ihr dürft nicht hier liegen bleiben. Jetzt No-Go. Liegen bleiben ist ein No-Go. Habt ihr das verstanden? Liegen bleiben ist No-Go. Esel, was habe ich gesagt? Liegen bleiben ist ein No-Go. Kommt her. Wir müssen weiter. Und zwar dringend.
Es ist Nacht und es ist unheimlich hier. Esel, ey, wirklich. Du machst mir gerade sehr Probleme, ne? Ich will es nochmal hier betonen. So. Ich höre schon Skelette. Finde ich nicht gut. Fuck. Hier ist ein Skelett. Screeper! Fuck. Noch ein Creeper da vorne. Hier sind jetzt natürlich überall Skelette! Fuck. Ja, ich hatte jetzt beide Tiere verloren. War ja klar. Die sind jetzt hier irgendwo. Noch ein Creeper. Mois. Einfach einen anderen. Gut, die machen sich erstmal selbst kaputt. So. Die Folge wird hier nochmal spannend, Leute. Ob ich meine Tiere kurz vorm Ende verliere. Ja, Creeper da. Gut, der ist hinüber. Beide sind da. So, ich habe jetzt wieder beide. Kommt her. Och, Esel! So fett bist du gar nicht. Jetzt komm her! What's your fucking problem? Ja, ihr. Ich muss euch hier beschützen, Mace, ne? Also ihr braucht ein bisschen Mithilfe. Also ein bisschen mitlaufen. Würde mal nicht schaden. So. Das kommt her. So, ich sehe wieder Wasser. Kurz mal gucken auf die Koordinaten. Okay. Aha. Gut, die müssen jetzt noch da lang. Okay, verstehe. Kommt. Auf dem Land ist es zu riskant, Mäus. Auf dem Land ist es zu riskant. Gehen jetzt hier wieder auf dem Wasser. Genau, einer kann aufs Boot. Und der andere. So. Was habe ich gerade weggeschmissen? Ich habe irgendwas gerade weggeschmissen, glaube ich. Ich habe irgendwas weggeschmissen. Egal. So, ich habe alles Wichtige. Habe ich jetzt hier. So, erstmal wieder hier gucken, dass wir auch wirklich den Esel mitnehmen. Und dann muss ich sagen, gehen wir weiter zurückzocken. Die Folge wird sehr lang. Fuck. Ja. Ich muss nach vorne schauen. Sonst fahre ich hier echt alle im Haufen. Fuck. Ich hab da jemanden was werfen hören. Und es ist nicht gut. Oh, ich hab das nicht verloren. Ja, ich weiß. Hier sind werfende Dreizacke unterwegs. So. Fuck. Fuck! Unser Boot ist kaputt und. Fuck! Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Wirklich! Da denk mal Wasserweg. Wäre sicherer. Nee, am Arsch. Ja! Creeper! Gerade keine Nerven dafür. Laufen. Weißt du, in Minecraft eigentlich so voll entspannt, so ruhig, weißt du? Nee. So, meine Tiere sind jetzt da auf dem Wasser. Also ich hoffe, die sind noch auf dem Wasser. So, ja, dich kann ich töten, das ist kein Problem. So, erstmal hier Leben generieren. Und ich brauche
2 Keepers. Optimal. Also können wir wenigstens den Dreizack, wenn man den Zombie so, wenn er hier hinwirft, dass man den wenigstens einsammeln könnte, aber nein, das geht natürlich nicht. Ja, dieser Typ da, der nervt jetzt tatsächlich sehr. Oh fuck! Ich dachte, die könnten nur im Wasser bleiben! Digga, das Teil macht super viel Schaden. Ich will doch nur meine Tiere haben. Ich will doch nur meine verdammten Tiere haben. Digga. Nein! Mann! Nee! Ach nö! Wirklich nicht! Nee! Ich weiß noch ungefähr, welche Koordinaten das waren, aber trotzdem. Nee! Wirklich nicht! Ich wollte doch nur meine Tiere haben. Nur meine verdammten Tiere. Mehr wollte ich nicht! Boah! Ich raste aus. Jetzt muss ich erstmal wieder zurücklaufen. Und zwar so schnell wie möglich. Denn ich bin ja zu Hause ein bisschen zu vorbeigelaufen. Kann ich schon fast sagen. Kurz mal. Falsche Taste. Mal wieder. So. Genau, ich muss eigentlich nach da laufen. Richtung Wasser. Gut, das Vorteil ist, es ist Tag. Aber wird jetzt Tag. Also. Ja, Zombie am Arsch. Leck mich doch. Nee, ey, wirklich. Dass ich jetzt wieder gestorben bin, ey. Wirklich. Ein scheiß Creeper von hinten mal wieder. Und ich hab doch eigentlich das Schild hochgenommen. Ah, oh, die Folge wird ja echt lang. Verdammt. Egal, ist ein Spezial. So, ich muss aber weiter nach da. Wir, meine ganzen Sachen sind weg, ey. Könnte ich ja kotzen. Also wirklich, ey. Mal gucken. So. Okay. Ja, guck mal, da hinten ist schon mal der Esel. Wir kommen auf jeden Fall der Sachen näher. Ja. So, ich bin da am Strand da gestorben. Das weiß ich auch noch. Gut, meine Sachen. So. Ich hatte jetzt nichts krass Wertvolles dabei, aber trotzdem wäre es ärgerlich, eine komplette Eisenrüstung zu verlieren. Aber es war ja nur ein Creeper. Das ist wenigstens das Gute. Und das Level ist halt. Ja! Du bist natürlich da. Du bist natürlich da. Mister, ich werf so lange. Ja, meine Sachen. So. Der bewacht jetzt natürlich meine Sachen da. Das ist lächerlich. Schnell mal hier durchgerusht. So. Gut, das Wertvollste habe ich jetzt erstmal wieder. Ich kontrolliere zwar noch weiter, ob ich irgendwas noch vergessen habe. Aber ich glaube nicht. Ah, da war noch was. Da sind noch Sachen. Okay.
Ja, wir sind eigentlich nur noch da laufen. Schlechte Idee, zum Zombie hinzugehen. Ganz schlechte Idee. Ist okay. Ist okay. Ist okay. So, ich glaube, ich muss ihn erstmal töten, sonst komme ich hier echt nicht voran. Na, können wir diese Dreizecke einfach nicht einfach mitnehmen? Wär geil. Ja? Wär geil. So. Ja, daneben, scheiß Zombie. Egal. Ein Crafting Table. Und ein Boot. So. Aufregung, ey, wirklich. Es wird ein Stundenvideo hier. Ja, und. Tschüss. Wer hätte das jetzt gedroppt, wäre geil. Aber droppt er nicht. Dafür ist die Droprate von diesem überkrassen Werkzeug zu krass. Ich hätte gern so ein Werkzeug, aber das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis das soweit ist. Egal, Leute! Ich habe meine Sachen wieder. Ich habe mein Level halbiert. Ich war, glaube ich, vorher Level 14. Blöde Sache. Aber egal. So, cool. Ich glaube, du möchtest aufs Boot drauf, habe ich gehört. Ja, möchtest du, ne? Möchtest du. Genau. So. Und jetzt sammeln wir den Esel ein und dann können wir endlich nach Hause. Ach, das Boot ist sogar hier. Okay, ich dachte, das wäre komplett zerstört geworden, aber. Miese! Warte, das sind noch die Zombies. Okay, jetzt muss ich nicht abbauen. Kein Bock auf weiteren Stress, yo. Kein Bock auf weiteren Stress. So. Egal, wir haben es gleich geschafft. Eine Kuh und. Tatsächlich auch noch ein Esel als Bonus. Und wir haben zwei weitere Leinen, was ich sehr positiv empfinde. Dementsprechend absolut Erfolg. So. Gut, die Kuh dürfte ich jetzt nicht mehr so viel schlagen, weil die hat schon eben ein Schwerthieb von mir bekommen. Muss ich aufpassen. So, kommt her. Kommt her. Ach, Esel. So fett bist du nicht. Vertrau mir. Irgendjemand macht immer. Kuh. Ich dachte schon. So, die Kuh macht mir auch hier echt manchmal. Ihr beide, ne? Ihr mögt es mir, Schwierigkeiten zu machen, ne? Also wirklich. Aber egal. Bald sind wir zu Hause. Kuh, ich hab gesagt, bald sind wir zu Hause. Das bedeutet, du kommst mit nach Hause. Naja. Ihr mögt es, Scherze zu machen. Ihr mögt es, Scherze zu machen. Okay. Ist okay. Ich hab's verstanden. Ihr seid Scherzbeute. Sehr witzig. Haha, wir haben jetzt alle gelacht. Jetzt kommt mit. Kommt mit. Ja, IA, IA, IA am Arsch. So. So. Okay, ich hab schon die Kugel. Ich komm nicht mal mit. Kommt. Die kommen beide nicht, ne? Ich denke so. Ja, die Kuh hat sich erwärmt, okay. Ja, Esel, du kommst da nicht durch, oder was? Jetzt komm, ey. Gut. Sollten
eigentlich gleich zu Hause sein. Gucken wir nochmal nach. Ja, sind wir gleich zu Hause. So. Okay. Seid ihr wirklich Scherzbolle hier, ne? Kann man nicht anders sagen, ne? Kommt her. Esel, falsche Richtung! Esel, hallo! Och, Esel! Komm doch mal her, danke. So. Ich weiß. Ihr habt's schwer. Ich weiß nicht, ihr habt's schwer. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwann zu Hause finden. Was ja eigentlich nicht so schwer sein sollte, da das Zuhause eigentlich ziemlich gut übersichtlich ist. Ah, da ist unser Zuhause. Okay. Kuh ist auch noch an der Leine. Wir müssen jetzt da lang. Ich höre Monster. So. Ja, hier ist so eine Art Monsieur Kuh. Wo haben sie jetzt wieder die Leine gelassen? Da haben sie die Leine gelassen. Kommt hin. Was, ich renne nicht einmal, ne? Aber ihr Kühe, Kuh und... Nee! Das ist Sarkasmus vom Spiel. Och, Esel! Mann. Weil jetzt ist da eine Kuh. Jetzt ist da eine Kuh. Ganz in der Nähe. Und Esel kommt nicht mit. Esel, komm mit. Schwere, es darf nicht nochmal gleich Nacht werden. I don't like it. Ich verliere euch. So, hier war gerade eine Kuh. Ihr habt's gesehen. Wo auch immer die Kuh gerade hingelaufen. Da ist die Kuh. Sag doch, das Spiel ist sarkastisch. Und zwar sehr. So. Ich hab die Kuh wieder verloren. Kuh, einfach mal folgen. Einfach folgen. Es wird Nacht, Leute. Ich hab nur noch 5 Meter. Jetzt kommt doch. Wirklich. Wieso wollt ihr im Verdacht noch mal nicht einfach mitkommen? Danke. So, dich nehmen wir auch mit. Scheiß Kuh. Ja, hier sind natürlich Kühe, ne? Hier hättet ihr euch auch mal zeigen können, ne? Bevor ich so eine Weltreise mache, einmal sterbe und die Folge deutlich länger wird als gedacht. Aber egal. Komm, wir haben es fast geschafft. 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 Oh nein, eine Kuh ist von uns gegangen. Egal. So. Es kommt. Es ist Nacht. Wir haben nicht mal so viel Zeit. Ach, Kuh! Mann, komm doch her! Monsieur Kuh. Würden Sie die Ehre erweisen, auch jetzt mal mitzukommen? Einfach mal mitzukommen. Einfach mal ein freundliches, zahmes Wesen zu sein. Kuhu, komm her. Wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so nervenaufreibend ist, diese Tiere, Esel, mit nach Hause zu bekommen. Ja, hätte ich wirklich nicht gedacht. Okay. Jetzt muss ich aufpassen, es ist Nacht und es kann Monster hier spawnen. So. Gut, ich würde sagen, ich gehe erstmal schlafen. Und solange, Leute, seid ihr. Fuck. So. Na, die Kuh ist eben gestorben. Jetzt fehlt mir noch die eine Leine davon.
So, wo ist die Kuh gestorben? Die ist auf dem Hochweg gestorben. Ich bin davon hier gekommen. Da ist die Leine. Leine wollen wir nicht verlieren, ne? Soll jetzt erstmal schlafen gehen und dann habe ich es geschafft. Wirklich, euch zu bekommen, hätte ich nie gedacht, dass es so schwer ist. Sage ich euch ehrlich. Das war ja eine Mordsprüfung. Ich bin gestorben, hab 7 Level verloren. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Undankbare Kühe. So ist es. Einfach undankbare Kühe. Aber egal. Es ist vorbei. Einfach vorbei. So, erstmal hier. Autsch. Autsch! Mein Essen sticht mich. Autsch. Hier ist noch so ein Skelett. Das Problem ist, weil ich nicht früh genug schlafe. Das bedeutet, wir sind noch über ein Monster. Was ich noch vergessen habe, das brauche ich auch noch gleich. So, hier war ein Skelett. Da. Ja, sag ich doch, da irgendwo hier ist ein Creeper. Den habe ich wenigstens getötet bekommen. Egal. Oh, ich habe einen Bogen. Cool. So, ja. Ich möchte gerne Bündel. Ihr kommt jetzt wieder mit. Na, dann wir gehen jetzt. Oh, bitte. Beide leben noch beide. Oh, Gott sei Dank, es leben noch beide. Das war mehr als haarscharf. Esel, natürlich bist du wieder. Ist ja klar, ne? Moment, Kuh, ja. Esel hat eigene Pläne, offensichtlich. Komm her. Komm her. Komm jetzt her, Esel. Gut. Bring ich dich halt als erstes dahin. Ne, euch zusammen kann man ja irgendwie nicht verantworten. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Oh, wir sind so viele Creeper. Fuck! Okay, mein Esel ist außer Reichweite. Er jagt halt auch in die Luft. Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache mein Esel stirbt. Das ist es doch lächerlich. Es ist mitten am Tag und trotzdem sind über die scheiß Creeper. Wirklich. Ich hasse es. So. Oh, Engel! Wirklich? Millimeter! Was ist mit dir? Du tust mir so weh. Es kommt einfach her. So. Einfach nur. Komm her. Bei Fu. Was soll ich sagen, Leute? Der Esel will nicht hier rein. So fett bist du nicht. Wirklich, so fett bist du nicht. Du passt da durch. Soll ich mich jetzt da durchschieben muss? Ernsthaft, du passt da wirklich nicht durch? Das ist doch eine Verarsche, oder? Du passt da nicht durch. Ich meine, ist ja logisch, dass er nicht da durchpasst. Oder du wärst dich gerade extrem gut. Aber nein, ich glaube tatsächlich, du passt da nicht durch. Ich würde sagen, da habe ich jetzt einen ganz wirksamen Schutz, dass du jetzt nicht abhaust. Aber egal, du kommst auch erstmal ins Lammergehege.
Es geht da rein. Das. Mein Fehler, du passt da gar nicht da rein. Geh da rein. Geh da rein. Ja, ja, IA, IA. So. Ein Tier haben wir gesichert. Jetzt kommt noch das zweite und danach, Leute, bin ich ehrlich. Hab ich genug von diesem Special. Ja, das. Scheiß Creeper, wirklich. Kann man nicht gebrauchen in diesem Spiel. Ich habe das Loch nicht einmal gestopft hier. Aber egal. So. War es am Ende ja tatsächlich nochmal sehr spannend, Leute, ne? Also, was soll ich sagen? Das war ein großes Finale. Ich hätte einfach fast beide Tiere verloren. Wegen diesem scheiß Monster. Aber egal. Ich bin ruhig geblieben. So, und jetzt, Kuh, bin ich zu deinem neuen Zuhause. Und zu deinem neuen Ehegatten. Wenn du jetzt mal bitte folgen würdest, Kuh, wäre ich dir sehr zum Dank verpflichtet. Kuh. Ja, mu mich hier nicht an, ne? Ich hab hier zu muhen, ne? Was ich für euch hier leiden musste, ne? Um dich zu bekommen. Um zu merken, dass einfach nebenan auch Kühe waren. Ich weiß ja auch nicht. Aber egal. So. So, ihr kommt jetzt hier beide. Hier rein. So. So, und jetzt. Das, worauf ihr alle gewartet habt, Leute. Möchtest du diese Kuh zu deiner Kuh nehmen, dann sage Mu. Ja, ich hab, glaube ich, ja, jetzt kam das Mu. Und du, Mu! Kuh, willst du die andere Kuh zum Mu nehmen? Mu, einfach. Mu, einfach! Ja, das war auch ein Ja. Mit diesem Sinne seid ihr jetzt Kuh und Kuh. Ihr dürft euch küssen. Und Leute, dieses Special hat es geschafft. Wir haben zwei verlorene Seelen zueinander gefunden. Und sie sind glücklich. Sie sind eine Familie. Und das hat ganz nur ein paar Sekunden gedauert, bis sie schon ein Kind gezeugt haben. Ich meine, das ist ja normal. Aber Leute, mal ganz im Ernst, das war eine krass anstrengende Show. Ich meine, diese Folge ist knapp eine Stunde lang. Okay, ist auch eine Spezialfolge. Ich meine, wir wollten ja extrem lange schon eine zweite Kuh haben. Jetzt haben wir auch einen Esel. Und was ich euch gesagt habe, Leute, das Spezielle am Esel ist, man kann ihn eine Kiste dran machen. Jetzt zeige ich euch auch nochmal hier. Okay, man muss erst den Esel, glaube ich, besänftigt haben. Ja, warte. Ich zeige euch das kurz. Ja, ja. So, Moment. Moment. Was haben wir jetzt? Gleich haben wir es. Komm. Upsa. Ja, Esel. Lass mich hier nicht hängen. Ich will doch nur eine Kiste anmachen. Ich weiß, mit dem Sattel geht das deutlich besser. Aber. So. Nein, natürlich nicht. Ja, jetzt. Und jetzt. Können wir. Oder geht es nur, wenn ich den Sattel drauf habe? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ah, jetzt geht's, weil ich das Eselchen gezähmt habe. Denn jetzt haben wir hier Kisten. Und das ist ziemlich cool. Na komm, Thomas, weiß mal hier rein. Und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Sache. Ja. Aber egal, Leute. Folge ist vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Minecraft Let's Play wieder. Bis dann, euer Roman. Ciao.